Kein Schaden zu erkennen, aber wahrscheinlich ist es Getriebe. Ein Ding, was vorne liegt, ist der Reifen ziemlich dunkel. Wie? Dunkel? Dunkelbraun ist hier doch, ne? Ah, er ist nur zusätzlich das Kontergewicht vorne dran. Der wird ja nicht ein Männchen machen, aber er macht kein Männchen mehr. Na, guck mal, wieder jetzt. Komm, die zweite Runde schafft er auch noch. Komm. Guck mal, hier sieht so ein Lachen aus. Oh, oh. Das war gut, dass er vorbeigefahren ist. Erste Runde. Ich sehe schon die Streckenposten am viel zu tun mit einem Rennen. Alles steht fest. So, die 8. kommt für uns dabei. Das ist die 7. Fährt bei den Männern alle dran vorbei. Ist auf Platz 3. Die Farben finde ich gar nicht so schlecht, wie das gefällt mir. So, da hinten stecken auch wieder ein, zwei Rekordfress. Einmal am Hügel aufgesetzt, Ende. So. So. Für den 30. ist der erste. Der hat gleich den Fahren verloren. Da fällt einer ohne Helm. Jetzt helfen wir nicht. In der Bitburger Kurve steht auch schon wieder einer. Hört überhaupt nichts. Brauchst auch nur die Musik, nicht der Mikro. Habt ihr auch noch Partybummel? Danke, hinter einer. Wo ist der Christoph? Ganz gut, ich sehe ihn in der Kurve. Fabrikat, Panasonic, kann hier vorne am Stand, die lag im Matsch. Wo? Was? Wo wurde die hier gefunden, Rina? Wo da wurde ganz vorne da sind. Wo ist der Nachbar geöffnet? Ja, also, die ist ein bisschen verdreckt. Eine Panasonic, wie gesagt, am Rand. Ich nehme jetzt mal hier schön wieder in das Futtertuch rein. Es lohnt sich nicht, die Kamera hier einfach so abzuholen. Ich kann mich besser in Bauern bauen.
Aber die Leute scheinen so anscheinend alle zu kennen, ne? So. Ja. Ich hab wohl so ein bisschen, Ich hab noch ein bisschen.